Wenn wir genauer sind, können wir jetzt sogar angeben, wir haben hier einen Zyklus oder Zykel der Länge 5 oder 5er Zykel. Weil wir 5 Einträge hier drin haben, ja, also 1 bis 5 die Zahlen. Ein 5er Zykel oder ein Zykel der Länge 5. Achtung, meine Damen und Herren, hier haben Sie wieder ein Phänomen, was Sie schon aus anderen Bereichen der Mathematik kennen. So ein Zykel hat viele Namen. Es ist nämlich vollständig egal, wo Sie anfangen. Ob Sie bei der 1 anfangen und dann den Zykel aufschreiben, 1 geht über auf die 2, die auf die 3, auf die 4, auf die 5. Oder ob Sie bei der 2 anfangen. Oder ob Sie bei der 3 anfangen. Oder bei der 4. Fangen wir mal bei der 4 an. Also solange Sie nur entsprechend in der gleichen Reihenfolge bleiben. Gleiche Reihenfolge bedeutet, ja auch hier geht 4 auf die 5. 5 auf die 1. 1 auf die 2. 2 auf die 3. Und die 3. Moment, da fehlt sogar noch 1, 2, 3. Ja, und die 3 auf die 4, klar. Das heißt, Sie haben hier viele Namen für ein und denselben Zyklen. So, nachdem Sie jetzt schon ganz fit sind mit so einfachen Zyklen, gleich nochmal ein Beispiel, wo es ein bisschen komplizierter ist. Sie haben ja nur einen einzigen Zykel. Man spricht auch von reinem Zykel. Es gibt auch Zyklen, also sozusagen Permutationen, die aus mehreren reinen Zyklen zusammengesetzt sind. Ich habe hier Ihnen wieder ein Beispiel mitgebracht. Und zwar aus S8. So, und Sie sollen gleich mal versuchen, alle drei noch fehlenden Darstellungen aufzuschreiben. Nämlich die Pfeildiagrammdarstellung, dann die zyklische Pfeildiagrammdarstellung und dann die zyklische Darstellung. Matrix-Schreibweise haben wir schon gegeben. Bleibt also die Pfeildiagramm-Darstellung. Zyklische Pfeildiagrammdarstellung. Und die zyklische Darstellung. So, ich lasse Ihnen mal ein paar Minuten Zeit. Nicht zu viel, sagen wir 4 Minuten. Gerade mal rangehen, schauen wir uns gerade die Pfeildiagrammdarstellung an. Da müssen wir bloß schauen, was wohin geht. Die 1 geht auf die 3. Die 1 geht auf die 3. Die 2 geht auf die 2. Die bleibt also da. Mach ich mal
So, die 3 geht auf die 7. Die 4 geht auf die 8. Die 5 auf die 1. Die 6 auf die 4. Die 7 auf die 5. Und die 8 auf die 6. So, und Sie merken schon, selbst wo Sie das gezeichnet haben, das ist irgendwie ziemlich unübersichtlich. Ja? Das ist unübersichtlich. Also schauen wir mal, ob wir in der zyklischen Pfeilerdiagrammdarstellung was Übersichtlicheres kriegen. Sicher. Ich fange wieder an, muss mir anschauen, welche Elemente da einen Ringtausch machen. Alle. Fange ich mit der 1 an. Die 1 geht auf die 3. So, dann gucken wir, wo die 3 hingeht. Die 3 geht auf die 7. So, die 7 geht auf die 5 und die 5 geht wieder auf die 1. Aha, da haben wir einen Zyklus geschlossen. Also da haben wir 3 auf die 1 auf die 3, 3 auf die 5, ne, 3 auf die 7, 7 auf die 5 und 5 auf die 1. Können wir doch auf jeden Fall schon mal hinschreiben. Auf die 7. Sieben auf die 5 und die 5 auf die 1. So, haben wir das erste. Gut, aber das sind ja noch nicht alle Elemente in diesem Zyklus drin. Da gibt es ja noch Elemente, die wir noch nicht erfasst haben. Ja. Genau, das heißt, die 2 können wir einfach hinschreiben. Mach das mal so. Und dann haben wir noch 4, 8, 6. Die 4 geht auf die 8. Die 8 geht auf die 6. Und die 6 geht wieder auf die 4. So, und dann sehen Sie, wir haben eigentlich 3 Zyklen, nämlich einmal ein Viererzykel, ein Einserzykel, da spricht man nicht mehr von Zykel, den lässt man eigentlich weg, und dann haben wir noch einen Dreierzykel. Und man spricht da von einem gemischten Zykel. So, und jetzt kommt die zyklische Darstellung, die schreibe ich mal oben hin, weil ich keinen Platz mehr habe. Beta ist gleich, eigentlich müsste man aufschreiben, naja, der Viererzykel 1 geht auf die 3, 7, 3 geht auf die 7, 7 geht auf die 5. Dann kommt der Einserzykel, die 2, und dann kommt nochmal der Dreierzykel, 4 geht auf die 8. Und auf die 6, die 8 auf die 6 und die 6 wieder auf die 4. So müsste man das eigentlich aufschreiben. Aber Sie wissen ja, die Mathematiker versuchen Schreibarbeit zu sparen und deswegen ist Konvention, dass man so einen Einserzykel weglässt. Ja? Das ist einfach Konvention. Das heißt, wenn Sie solche gemischten Zyklen haben und Sie merken, ein Element der Permutation, sozusagen der Permutation ist noch nicht aufgetaucht, dann ist es die Identität auf dem Element. So. So, und jetzt sehen Sie halt ganz schön,
an dieser zyklischen Darstellung, was da eigentlich auch, ja, wenn man es mit dem geometrischen Auge anschaut, geometrisch passiert, nämlich einmal tauschen die Elemente 1, 3, 7, 5 sozusagen ihre Plätze und dann die Elemente 4, 8, 6 die Plätze. Alles verlangt nach einer Definition in der Mathematik und die habe ich Ihnen hier wieder mitgebracht. Eine Permutation aus Sn, welche eine r-elementige Teilmenge, für welche eine r-elementige Teilmenge, eine Indexmenge existiert, sodass die Permutation angewendet auf dieses IK, das IK plus 1 ist, für alle 1 kleiner k kleiner r minus 1 und PIR gleich I1. Ja, das heißt, das R-Element wird wieder auf die 1 abgebildet. Und dann gibt es noch Elemente, die sozusagen auf sich selbst abgebildet werden. Die nennt man einen reinen Zykel. Ja? Und genauer einen reinen R-Zykel. Und schreibt dann einfach nur diese sozusagen R-Elemente hintereinander auf in der Reihenfolge. Ja? Das hat man gesagt. Und alle Permutationen, die also so aufgeschrieben werden können mit in einem Zykel, heißen also reiner Zykel. Und wenn Sie genau sein wollen, dann können Sie natürlich auch noch hier sagen, reiner Zykel mit R-Elementen oder reiner R-Zykel.